Und verneigen uns vor unseren Freiheitskämpfern, die
haben. Wir alle haben das Video gesehen, wie er laut und verzweifelt nach seinem Vater schreit und darum bittet, dass die Schmerzen verschwinden. Diese Bilder, liebe Freundinnen und Freunde, haben sich in unsere Köpfe eingebrannt. Und jede Regierung, die immer noch den Terror des Erdogan-Regimes duldet, macht sich an diesem Verbrechen mitschuldig. Wo bleiben die Werte der Menschlichkeit? Was unternimmt Europa? Was tut die Bundesregierung? Was tut Frau Merkel, um diesen Terror mit deutschen Waffen endlich zu beenden? Außer den Angriffen Architekten des Friedens weiterhin. Wo bleibt der Aufschrei gegen die Kriegsverbrechen der Türkei in Syrien? Wo die drei Affen behält sich der Welt? Sie sprechen nicht, sie sehen nicht und sie hören nicht. Wahre Demokraten sagen, sie nicht weg, wenn Diktatoren Menschen niederwetzen. Wahre Demokraten sehen nicht weg, wenn ihre Nachbarpartner Kriegsverbrechen begehen. Wahre Demokraten schauen nicht weg, wenn ein gottverdammter Göttingen-Sultan die wahren Helden des Widerstandes gegen den IS-Terror mit den eigenen Waffen wegwerfen. Gerade jetzt findet ein Genozid statt und alle schauen zu. Unsere Kämpfer sind der Funken der Hoffnung für Menschlichkeit und Demokratie auf der Welt. Keiner darf ignorieren, dass unsere Geschwister für eine freie Welt gegen ein mörderisches Regime kämpfen, das offen dschihadistischen Unmenschen und die NS-Terror unterstützt. Nur die Freiheitskämpfer der demokratischen Kräfte Syriens stehen für eine freie und demokratische Gesellschaft. Es ist eine Schande, dass die Welt die Kurden mal wieder im Stich lässt, während diejenigen waren, die die Welt vor weiteren Anschlägen der IS-Terror bewahrt haben. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mich an der Stelle nochmal bei jedem Einzelnen, es sind Tausende, es sind Zehntausende, die aus ganz Deutschland hier nach Berlin gekommen sind. Herzlichen Dank, Freiheit für Rojava! Landlebe Rojava!
nicht mitten von meiner Kamera, super. Sind die Konzerne noch einige wenige Leiche, vor allem zu Wahlmorgen wieder hier.